Hallo Elektronikfans, weil ich gerade hier wieder mit diesem kleinen Teil da gearbeitet habe. Es gab bei Polin oder es gibt bei Polin diese Fernbedienung noch zu kaufen. War damals in so einem kleinen Bausatz drinnen. Das ist eigentlich eine RFT-Fernbedienung, die ein anderes Protokoll besitzt. Ich habe es mittlerweile hier schon getestet und habe es damit auch schon ausprobiert. Also die Fernbedienung funktioniert wirklich top. Also wenn ich hier die Tasten 1 bis 9 verwende, 1 für Programm rauf. Die Programmtaste 2 habe ich jetzt mal bewusst gemieden, weil es nämlich beim ersten Mal aufgefallen ist, diese Taste hier, die 2-Punkt-Punkt-Taste, hängt irgendwie mit der Fragezeichen-Taste zusammen. Die haben denselben Code, ist mir aufgefallen. War erst viel später, weil ich eigentlich ja rauf mit 2-Punkt-Punkt wollte und runter mit 1-Punkt-Punkt. Jetzt habe ich halt mal rauf mit 1-Punkt-Punkt, weil auf Programmplatz 1 kommt man durch Drücken der einen Taste ja sowieso schnell hin. Die Tasten für Höhen und Bässe, die habe ich dann auch umbenannt, wenn man diese Fernbedienung verwendet. Und zwar für Helligkeit und Kontrast, also Brightness und Color. Und dann die AB-Taste für die Auswahl der einen LED da oben, der fünften. Die Power-Off-Taste ist natürlich gleich geblieben, Lautstärke ist gleich geblieben, Mute-Taste ist gleich geblieben, Ideal ist im Prinzip das gleiche wie die OK-Taste. Was haben wir dann noch? Mit VTTV kommt man ins Menü rein. Und Info-Taste ist halt diese Fragezeichen-Taste hier, die, wie gesagt, oben mit den 2-Punkt-Punkt-Tasten das gleiche Protokoll besitzt. Anscheinend doppelt belegt für Videotextaufgaben von damals. Es hat gut funktioniert mit dem Teil. Also das heißt, nicht nur mit dieser Fernbedienung hier, sondern auch hier mit dieser von der, also von Polin Bausatz, den es da gibt. Übrigens, Polin hat jetzt sehr viele Fernbedienungen in Aktion. Darunter auch Videorekorder-Fernbedienungen, die Spektral von Nordmende und einige von Nokia und Toshiba. Und auch von Schneider sind einige dabei. Bei Schneider könnte man das Glück haben, so eine reine RC5-Fernbedienung zu bekommen. So, das war es jetzt, mein kurzes Update. Ich hoffe, man hört sich. Euer Elektro.